Excelsior, liebe Verteidiger des Multiversums und herzlich willkommen zu zurück zu Marvel Snap. So, letztes Mal sind wir irgendwie nicht dazu gekommen, dass wir noch eine Quest abschließen konnten und so weiter. Jüdi, dann machen wir das halt nicht. Dann würde ich mal sagen, gucken wir hier nochmal rein in unser Deck. Und da sind viele. Also Moon Girl. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Blöd war, dass ich immer so wenig Einser gezogen habe. Dagegen muss ich mal was tun. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so überzeugt von Bane. Immer noch nicht. Also. Also ich würde mal jetzt einfach schlicht und ergreifend sagen, Bane kommt raus. Elektra kommt rein, weil die finde ich immer noch besser als Hawkeye. Ja, aber Hawkeye ist halt blöd. Ich lege mich halt fest, in dem Ort irgendwas hinzuspielen. Das würde mir halt nur was bringen, wenn ich irgendwie noch eine Kopie von Squirrel Girl hätte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht Moon Girl, ob ich die wirklich brauche. Oder ob mir da nicht ein Mr. Fantastic, ehrlich gesagt, mehr bringt. Also auch fortlaufend für jede gegnerische Karte an diesem Stand. Also er kann ja maximal auf 6 gehen. Was natürlich cool ist. Weil es auch nicht super viel bringt, aber cool. Aber Moon Girl, verdopple deine Handkarten. Na gut, geben wir mal noch eine Runde. So, dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns ins Getümmel. Wir suchen nach Gegnern. Der Gegner für mich, bitte. Jova 304. So, erstes ist schon mal 1, 2 oder 3 Karten können hier nicht gespielt werden. Mal gut. Ich bin mal alle in der Mitte, alles klar. So, dann übernehme ich mal den Ort. Yondu! Entferne die oberste Karte und deck dann das Gegner, ist mir so egal. Was ich nicht gezogen habe, ist mir egal. Ja, das war natürlich schade, weil es eine Zweierkostenkarte ist, die ich gerade gebraucht hätte. Deine Stärke hier wird überall anders hinzugefügt. Auch spannend. Na denn? Na kurz, ich könnte. Na, was nicht mal so. Ich kann ja nur immer noch dort entfernen. Mein Gegner spielt gar nichts, was natürlich super witzig ist. Okay, ich könnte hier. Das ist natürlich spannend. Also ich könnte jetzt sagen, ich spiele den Cap hier hin. Ne? Das ergibt eigentlich auch am meisten Sinn. Ja. Ich spiele den Cap hier hin, der macht die beiden auch nochmal plus 1. Dann halt nochmal 5 Stärke auf alle Orte. Assemble. Mein Gegner spielt den Hulkbuster. Das ist doch. Das ist ja richtig geil. Das. Okay. Das muss ja möglichst die einzige Karte bleiben. Jetzt ist mal die Frage. Jawohl, es hat wirklich genauso funktioniert, wie ich dachte. Oh. Diese Schmerzen. Okay. Ach so, sie kann ich da nicht hin tun. Das will ich da nicht hin tun. Okay. Ich habe 5. Ich kann aber sie hier hin tun und sie nach dort. Dann können wir schon mal gucken, was passiert. Ich habe 3 Orte gewonnen. Okay, ich snappe mal. Das wäre ja jetzt Quatsch, hier nicht zu snappen. Also. Schon mal den Gegner Iron Man geklaut, ja. Yondu stirbt. Einfach mal. Oh, töte mir doch Squirrel Girl oder sie. Ja gut, von mir aus, aber ist ja egal. Okay, ich verstehe. Ich könnte jetzt Iron Man hier hinzufügen. Sind wir bei 20. Ich könnte aber auch. Ne, also ich will hier auf jeden Fall nicht Odin hinzufügen. Ich könnte ihn nach hier spielen. Das wäre natürlich auch eine starke Sache. Kurz gucken. Also, wie machen wir das am besten? Ich könnte noch einen Elektra nach hier oben spielen. Dann verliert er natürlich 2 Stärke. So. Das ist eine gute Idee. Ich spiele Elektra nach hier und ihn nach da. Genau, ja. Ach so.
Blue Marvel erhöht alle plus 1, Elektra tötet die andere Elektra und ich gewinne die 4 Cubes. Und mein Gegner weiß nicht, was er tun soll. Finde ich gut. Finde ich immer grundsätzlich gut. So. Jetzt fangen wir erstmal damit an, dass wir seine Elektra weghauen. So, dann machen wir das so. Alle meine Karten sind stärker. Ja, Angela, super. Und Jessica Jones. Nein, das hat ja mal nichts gebracht. Sieg. Überragend. So, man muss auch mal ein bisschen Glück haben, aber... Kolossus. Na, wunderbar. Gut, dann stürzen wir uns direkt in die nächste Partie und gucken mal, was wir mit unser sind viele noch so ausrichten können. Eins. Na, wenigstens, falls du hier keine Karten hast. Aha. Ah, oh. Gegnerische. Na, gucken wir doch mal, was da so ernsthaft mit der Cable hin. Verzichtet sofort auf die Ressource. Bin gespannt. Okay, kann ich ja klappen können. Thanos! What the fuck? Am Anfang des Spiels mische die 6 Infinity-Steine in dein Deck. Was steht hier? Füge den Handkarten beider Spieler eine Zufall. Achso. Okay. Also mein Gegner hat jetzt nicht Thanos. Aber das ist ja... Also okay, ich könnte jetzt... Also ja, ich spiele sie jetzt hier hin. Und guck mal, was passiert. Ich werde wahrscheinlich Odin hier hinspielen. Thanos. Was machen denn die Infinity-Steine? Oh, wie süß. Ja gut, dann hast du den Ort gewonnen. Ich gewinne den anderen Ort. Na ja, super. Alle deine Karten einen Standort nach rechts. Ah, sehr gut. Ach so. Ja doch. Das ist ja hervorragend. Ja, passt mir doch sehr gut. Oh, wie süß. Nach Standort, nach Runde 4. So. Müsste doch hier jetzt so funktionieren, dass wir Runde 4 beendet haben. Ich spiele Thing, ich spiele das. Legen sich alle Karten, die sich können, eins nach rechts. Ich habe die mittlere Landschaft verloren, ja. Mag alles sein. Und er, oh, guck mal. Nichts daran gehabt. So, wir sind ja in Runde 5. Okay, und ich habe in Runde 5. Ist jetzt die Frage, kann Odin nochmal spielen? Runde 6 habe ich damit dann 7 zur Verfügung. Da weiß ich schon, was ich spiele. Die beiden höchstwahrscheinlich. Je nachdem, was mein Gegner jetzt im Mittleren macht. So, da sind wir schon mal bei 11. Und ich krieg den nochmal. Nett ist. Mein Gegner. Ja, ist gewonnen. Passt mir ja ganz gut. Zieh ich noch was? Nö. Okay, also ich kann jetzt nur 7. Na gut, okay. Na dann lass mal so. Und so, das sind hier auch 6. Das wären sonst auch nur 6. Ich könnte da maximal 8 kriegen, aber sinnloserweise. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe insgesamt mehr Stärke drauf. Oh mein Gott. Viele Level 1 Karten gespielt anscheinend. Ja. Okay, Mr. Fantastic ist mir egal. Skrull ist auch völlig Pumpe. Ja. Das hilft dir aber alles ja nicht. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! So. Victory!
Ah, das war mal knapp am Ende, ey. Das hat mich jetzt aber so ein bisschen. Captain America. Aufwerten können wir ihn leider noch nicht. Aber gut, mal weiter. Jo, dann danke, dass ihr mir dabei zuguckt habt, wie ich das Multiversum verteidigt habe. Und wir sehen uns auf der Endcard. Und ich würde mal sagen, im nächsten Kampf, ne? Bis dahin, viel Spaß beim Verteidigen des Multiversums für euch selbst in Marvel Snap. Excelsior und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke fürs Abonnieren, Drücken der Glocke und Liken und Teilen des Videos. Wenn ihr euch ein weiteres Video zu Marvel Snap oder anderen Karten und Brettspielen angucken wollt, dann klickt auf das Video in der Mitte. Wenn ihr euch für Aufbaustrategiespiele interessiert, klickt auf AHA. Wenn ihr euch für Action-RPGs und Loot-Shooter interessiert, klickt auf AHA in Action. Und wenn ihr euch für Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k interessiert, dann klickt auf AHA Hammer. Wir sehen uns im